Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Habt ihr die letzte Folge gesehen? Nicht? Dann solltet ihr einschalten. Also switcht einfach nochmal einzelne Playlists zurück. War ein anständiger Heist. Wir haben den mit Trevor ja lange vorbereitet und jetzt endlich mal durchgezogen. Ja, leider ist der nicht ganz so ertragreich ausgegangen. Für Details schaut euch den letzten Part an. Ansonsten herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit Michael unterwegs. Ich habe zu dem jungen Mann gewechselt und wir sind auf dem Weg zu unserem nächsten Heist, den wir ja auch schon fertig vorbereitet haben. Den müssen wir fürs FIB durchführen. Und der wird ein bisschen, glaube ich, gewalttätiger ausfallen als der letzte. Beim letzten heißt, also schaut es euch einfach an. Auf jeden Fall ist bei diesem hier eminent, dass wir richtig ausrauben müssen. Und ich glaube, da wird es Widerstand geben. Deswegen stellen wir uns da einfach mal drauf ein. Haben wir ja schon, wir sind vorbereitet, wir haben Masken, niemand erkennt uns. Wir haben Fluchtfahrzeug, wir haben Auto zum Roadblocking, wir haben alles Mögliche. Alles, was wir brauchen. Also starten wir jetzt das Zeug einfach. Hier ist die nächste Barry-Mission mit... Alles klar. Mit Franklin. Jetzt habe ich mich doch direkt kurz dadurch ablenken lassen. Wie krank ist das denn? Okay. So, hier ist unsere Straße. Und es ist der Hammer. Ich meine, klar, man, die Stadt ist so schön architektonisch und mit so viel Wiedererkennungswert an jeder Ecke, dass man sich langsam schon auskennt. Aber man ist trotzdem echt immer noch gut abhängig von der Minimap und von irgendwelchen Hilfen, die einem sagen, wo man lang muss. Das ist der Wahnsinn. Also, ich freue mich auf den Zeitpunkt, gerade jetzt auch wenn GTA Online kommt, wo man das Ganze ja sicherlich nochmal ein bisschen vertiefen kann. Dass man sich irgendwann in der Stadt auskennt, halt wie in seiner Westentasche, ne? Wie in seiner eigenen Stadt. Und hier blind ohne Minimap überall hinfahren kann. Das wird auf jeden Fall ein geiler Moment, wenn man nicht vorher hier schon alles verkackt und diesen Puffer ausnutzt. Der nächste, der da dran fährt, hat einen Helm auf. Wir haben es jetzt nämlich schon zusammengeschoben. Das ist echt scheiße. Okay, liebe Leute, also, wie gesagt, der heutige Part, ein Heist, ohne großen Aufschub wird er hier jetzt gleich starten, weil er schon vorbereitet ist. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten bis jetzt erst zwei Heists im ganzen Spiel. Na, obwohl drei. Eigentlich drei. Obwohl der andere ja relativ kurz und knackig war, diesen Typen da rauszuholen, den wir dann letzten Endes gefoltert und mit dem Flugzeug irgendwie ins Ausland verschifft haben. Das hier wird jetzt, glaube ich, wieder was etwas Größeres. Und ich, wie gesagt, ich rechne mit sehr viel Widerstand. Ich glaube, wir werden hier jetzt gleich schießen und ballern, was das Zeug hält. Wir hatten nämlich auch keine Möglichkeit, diesmal die Vorgehensweise auszuwählen. Das war ja so vorgegeben. Die haben ja dann alle gesagt, wir haben keine Zeit zur Vorbereitung. Und dann konnten wir nur rudimentär... Junge, wie fährst du denn, du Geisterfahrer? So rudimentär unsere Sachen herrichten und jetzt müssen wir halt das nehmen, was wir kriegen. Wir sind angekommen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze sich hier entwickeln wird. Hallo? Heist. Mit Anzug sogar. Yes. Heist? 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 So. Blitzaktion. Jetzt kommt wahrscheinlich keiner. Hey, what's cracking? What's here? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin. You're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. Saw a little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. Ah, okay, Clownsmaske hätten wir uns holen sollen. Dann wäre es das Klischee-Ding gewesen. Huh? Real professional. Ja, okay, wir haben es ja als Trevor gekauft. Eigentlich hätte er jetzt Bescheid wissen müssen. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Die Affenmaske. Let's do this. Let's go. Okay, wir sind als Michael unterwegs. Steig in den Müllwagen, alles klar. Rinder. Und dann fahren wir mal zum Ort des Verbrechens. So. Begibt sich zu Cypress Flats. Oh, das Ding ist echt. Das wiegt 170 Milliarden Tonnen. Es steuert sich wie, als wären wir die Straße und würden nicht auf ihr langfahren. So steuert sich's. Haftig. Haftig, ja?
Das ist das neue Heftig, die kleine Schwester davon. Wer Heftig immer noch sagt, ist total 2013. Hallo, 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 nicht drängeln, nicht drängeln. Alter, ich bin ein Müllwagen. Du brauchst nicht denken, dass du einfach noch schnell mir die Vorfahrt nehmen kannst. Ich überroll dich einfach. Du bist nur noch ein Blechhaufen, wenn ich mit dir fertig bin. So, oh, wir sind ja gar nicht so weit weg. Ist das vielleicht hier schon? Wo habe ich denn bitte unseren Fluchtwagen hingestellt, liebe Leute? Alter, erzähl mir doch nichts. Erzählt mir doch nichts. Okay, hier steht der Abschleppwagen. Oh, shit, Kinder. Müssen wir echt dann mit dem Ding hier zu unserem Fluchtwagen fahren oder so? Ich habe gerade echt ein dummes Gefühl bei der Sache. Oh, 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 oh. Ich glaube, daran könnte es jetzt scheitern. So spielbrechend ist, da könnte es jetzt scheitern. Heilige Scheiße. Ich hoffe es mal nicht. Mit aller Macht hoffe ich es mal nicht. So, der Müllwagen ist gleich in Position, liebe Leute. Hier vorne nämlich. So, wir sind da. Alright, T. I'm in position. What's the ETA? Looking for him. There they da kommt er. Incoming. Get ready to do your thing. Michael, you better get on your way. Okay, wir fahren. Across both lanes, remember. Okay, both lanes. Und wende den Wagen und blockiere die Spur. Just stop the truck and keep it stationary. So. Bam. Geblockt. All right, I pulled up. Get ready, Frank. Super geil gemacht, hey. Na? Did Public Works change their schedule? Haha, der Plan geht auf. Das ist richtig geil gemacht. Hey, man, I got these motherfuckers. Oh Gott, Rahmen, Rahmen. Ich muss ihn selber fahren. Ich muss ihn selber fahren. Und. Yes! Bonk! Okay, haben die Fahrer das überlebt? Ich glaube, die Wucht hat den beiden das Rückgrat gebrochen da drin. Sticky Bombs? Ich bin dran. Sticky Bombs? Ich habe Sticky Bombs. Okay. Platziere eine Haftbombe an der Hecktür des Lasters. Und zack. So. Monk. Kaputt. Raus, raus, raus. Clean out the van. I got the guard. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on, good to go. You hear all them sirens, dog? Shit, shit, shit. Hit the panic button after LSPD incoming. Oh, cuck. You're in cover by those barriers there. I'll be up here. Okay. Nachladen, nachladen. Schalte die Kopf aus. Okay, das kriegen wir hin. Da sind wir ja schon dabei. What? Zum Glück haben wir Ziel. What? Okay, er hat eine. Zack, zack, zack. Okay, okay, okay. Schalte die Noose-Verstärkung aus, die hinten aus der Gasse kommt. Welche Noose-Verstärkung kommt hier hinten aus der Gasse? Ich versteh's nicht. Oh Gott, die hinten aus der Gasse kommt! Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns und yes! Nein, ich muss nachladen! Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Toter Schütze auf dem Hubschrauber. Tot. Okay, okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter, ich habe eine scheiß Position. Ich habe eine scheiß Position. Oh, nee. Wieso ich immer den scheiß Skiller mache, wenn ich gerade nachladen muss? Das ist ja wohl der Hammer. Alter, der ist
Skill von dem Typen ist einfach so dermaßen Killer. Okay, okay. Yes! Vorsicht, Vorsicht. Ey, der lebt ja noch hier. Oh oh, nachladen, nachladen, nachladen. Und. Oh, danke Auto-Aiming. Danke Auto-Aiming. Was? Wo ist ein Sniper? Ich sehe keinen Sniper! Ich sehe keinen Sniper! Wo ist der Sniper? Just to the right, hat er gesagt. Okay, okay. Und. Bam! Tot! Wo ist der nächste Sniper? Sniper? Tot! Und wo ist der zweite? Der dritte! Ah, hier unten. Und. Bam! Okay. Schalt die Polizeiverstärkung aus. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Und. Yes! Alter, der Typ ist so eine Maschine. Der Typ ist so eine Maschine. Oh nein! Oh oh, oh oh, oh oh. Und. Nein! Digga. Fotzk! Ah, ah, ah. Und bam! Was soll ich holen? Steig in den Müllwagen. Okay. Das ist unsere Chance wegzurennen. Unsere Chance wegzurennen. Müllwagen, 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 Müllwagen. Komm schon, jetzt müssen wir die Typen natürlich holen noch. Oh, komm schon. Begib dich zum Fluchtpunkt. Okay. Muss ich nicht noch jemanden einsammeln oder so? Wo ist Michael? Wo ist Michael? Ach, der Fluchtpunkt ist hier irgendwo. Da meinen die jetzt tatsächlich schon den Fluchtpunkt, wo ich meinen Fluchtwagen abgestellt habe. Ich glaube, die meinen echt das, wo ich den Fluchtwagen abgestellt habe. Okay, die meinen aber anscheinend, dass sie da selber hinkommen oder was? Ich muss niemanden einsammeln oder so? Na gut, dann fahre ich halt einfach mit meinem Müllwagen weg. Polizisten sind ja nicht mehr da. Sollte also auch gleich mal irgendwie anfangen zu blinken oder so. Hey, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch gar nicht viel sprechen können, weil ich mich so konzentriert habe auf die Bildschirm-Action, die da abgegangen ist. Heftig, heftig. Hat richtig Fun gemacht. Ohne Witz. Liebe Leute, die Heists, die glänzen echt. Ich muss sagen, sie überstrahlen nicht mal den Rest des Spiels, weil der Rest des Spiels einfach auch so genial ist. Also auch die ganz normalen Missionen und so, die wir bis jetzt hatten. Aber irgendwie, ach, das ist alles so toll. Ich weiß nicht, ob Rockstar seit 2 Wochen dauerbesoffen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Das, also, wie kann man denn so, ob die sich darüber bewusst waren, wie gut ihr Spiel ist, oder ob die so einen Tag vor Release so da saßen und haben sie gedacht, was ist, wenn das alle scheiße finden? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass die so da saßen und haben sich gedacht, naja, okay, Leute, wir haben wieder den Shit abgeliefert. Kauft Champus. Kauft jetzt den Champus. Ich glaube ja schon. Tja, wenn wir jetzt natürlich einen Indiz gehabt hätten, und wahrscheinlich hatten wir das aufgrund der Unterhaltung, die geführt wurden, wir hatten ja keine Questmarkierung, hätten wir das Fluchtauto auch... Sag mal, seid ihr alle bescheuert? Hier fährt ein riesiger Müllwagen. Hätten wir das Fluchtauto auch wesentlich näher an uns dran platzieren können. So haben wir es halt jetzt tatsächlich und wahrhaftig, so wie ich die ganze Zeit Angst davor hatte, ist am anderen Ende von Los Santos platziert. Das ist natürlich Dummheit auf meiner Seite, aber naja. Es ist ja alles ruhig. Wir können ja ganz entspannt mit unserem Müllwagen dahin fahren. Bin mal gespannt, was wir ausnehmen konnten hier von dem Ganzen, um ehrlich zu sein. Wir hätten hoffentlich mal wieder eine schöne Finanzspritze, weil ich Bock habe, eine neue Immobilie zu kaufen, um ehrlich zu sein. Hier fährt ein Müllwagen, rammt links und rechts einfach alle Autos weg und niemand weiß, was mit diesem Müllwagen hier gerade alles Kolossales angestellt worden ist. Das hat mir ja gefallen. Ich frage mich jetzt auch gerade, warum der Müllwagen nicht mehr die Straße blockiert hat. Der stand ja in Fahrtrichtung, als wir eingestiegen sind. Oder waren wir das gar nicht? War das... Sitzen die anderen zwei vielleicht schon drin? Oder hat den jemand so hingestellt? Ist der durch die Explosion? Hat es den rumgerissen? Glaub's ja eigentlich nicht. Soll uns egal sein. Ist das nicht ein schöner Ausblick? Ah, oh, mit dem Sonnenring hier, mit dem Strahlenring. Oh, Kinder. Mann, ich liebe Rockstar. Amen. Genießen wir die idyllische... Man, fuck this shit. Man, fuck this shit. Genießen wir die idyllische Ruhe der Flucht. Die Ruhe nach dem Sturm sozusagen.
Zerstöre. Wie bitte was? Zerstöre den Müllwagen? Was soll ich das denn machen? Ah, ich habe eine Idee. Hier bauen wir jetzt die Bombe an. An diesen Tank, der hier an der Seite ist. Zack. So, haben wir geworfen. Und jetzt machen wir da einfach gleich, vielleicht kann ich ja auch nochmal eine werfen auf den Tank. Zack. Bonk. Oh oh. Oh oh. Keine Dummheit machen, Digga. Keine Dummheit machen. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Und. Zünder? Mach doch das Handy aus. Zünder? Und? Alter, willst du mich vereiern? Da, klemmt doch. Wow! Okay, sorry, dass ich nicht hingeguckt habe. Ich habe den falschen Knopf zum Auslösen gedrückt. Entferne dich vom Müllwagen. So, ach, das war ja dann doch ganz schön gemacht. Man kann also das Auto tatsächlich hinstellen, wo man will. Es hilft so oder so. Sehr cool. Jetzt haben wir natürlich ordentlich nochmal Krawall gemacht hier, ne? Das ist jetzt schon wieder eine Spur, die sie nicht nachverfolgen können, weil wir sie in die Luft gesprengt haben. Ja, das war gut durchdacht von uns, muss man jetzt schon mal sagen. Leute, ihr müsst jetzt hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich fahre ja gerade mit dem Auto lang. Da könnt ihr nicht einfach so... Muss ich jetzt vielleicht unsere zwei Kumpanen noch holen? Oder wird das hier jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen aufgelöst gleich? Haben wir jetzt die Mission gleich geschafft oder so? Yay! Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Okay, wir haben also unsere... Ruhe! Es wird ausgewechselt. Zu Michael anscheinend. Wir sollen bei dem Treffen dabei sein. Wow! Wo treffen wir den denn? Auf dem Berg? Wir gehen die zu Devins Haus. Wir fahren tatsächlich im Hinterland zu Devins Haus hoch. Ist ja cool. Alles klar. So, Devin. Dann starten wir dir mal einen Besuch ab. Und erzählen dir so, wie die Sache so gelaufen ist. Ich bin ja mal gespannt. Oh, ist das eine tolle Bergstraße hier. Oh, Kinder, ich könnte mich schon wieder verknallen. Nee. Stinker, wie hältst du das eigentlich aus, wenn du das Spiel für dich spielst? Du musst doch die ganze Zeit da sitzen und fappen. wer nicht weiß, was fappen ist, justfab.de. Was haben wir denn da hinten? Ist das... Ah, das da hinten ist doch auch diese Militärbasis, wo wir den Hubschrauber geholt haben. Oder? Ach, hier oben sind wir also jetzt. Wir sind tatsächlich irgendwie auf irgendeinem dieser Berge oben, auf so einer Bergstraße. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier vorne ist Devins Haus. Können wir hier rein? Ey, der hat ein geiles Haus. Ich will den sein Haus. Ich habe ein Paket für Devin Weston. Paket für Mr. Weston? Komm. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Spielt ihr? Devin Weston. I remember you. Will der mir die Fist geben? Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Und da hat er uns dran gekriegt. Ich hätte ja gern den sein Auto. Oh my holy shit. Alles klar, Jungs. Dann wünsche ich euch mal eine hübsche Restschicht für euren Abend. Alles klar, neuer Kontakt. Devin, sehr schön. Damit haben wir sowohl neue Devin-Mission... Hey, ganz gut abgeschlossen. Treffgenauigkeit 40%, naja gut, Auto-M, Wechselbike 5. Ah, wir hätten 5-mal hin und her wechseln müssen, um den Wechselbike-Erfolg zu kriegen. Aber mit Silber bin ich eigentlich zufrieden. Wir haben neue Missionen, liebe Leute. Das will ich mir jetzt mal noch kurz angucken. Und zwar S.
Solomon. Ah, der will uns tatsächlich mit dem bekannt machen. Und Devin-Mission haben wir auch. Gut, es gibt also Sachen mit Michael zu tun. Bleiben wir doch einfach gleich in der Haut von Michael. Aber liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, bis es soweit ist, machen wir erstmal eine kurze Pause. Bis zum nächsten Mal in GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein. Tschüss und bis dann.